Und wenn du das nicht machst, mahnt dich dein Anbieter der Rechtstexte, die du brauchst, um nicht abgemahnt zu werden, selber ab. Flip Money Gang, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute möchte ich euch mal erzählen, was es zu beachten gibt, um einen rechtssicheren eBay-Shop zu eröffnen, woher ihr am besten die ganzen Rechtstexte bekommen könnt und was Stolpersteine bei den einzelnen Teilen sind, die zu Abmahnungen führen können. Viel Spaß mit dem Video. Da es sich auf diesem Kanal hauptsächlich um eBay dreht, zumindest bisher, schauen wir uns jetzt auch mal eBay an. Ich glaube, das ist für den Großteil hier das Interessanteste. Und da brauchen wir ein Impressum, AGBs, eine Widerrufsbelehrung und eine Datenschutzerklärung. Wir fangen an mit dem Impressum. Was ist überhaupt der Sinn davon? Ein Impressum soll sicherstellen, dass Seitenbesucher wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun haben, mit dem Seitenbetreiber in Kontakt treten können und gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen diesen einleiten können. Ein Impressum ist dann Pflicht, wenn du nach § 5 Telemediengesetz geschäftsmäßige Online-Dienste erbringst, und das ist für einen gewerblichen Reseller definitiv der Fall. Hier an der Stelle siehst du ein Bild von meinem Impressum, da siehst du die ganzen Pflichtangaben, was muss da rein, und ich gehe jetzt auch nochmal auf zwei gefährliche Stellen in dem Impressum ein, die Potenzial für Abmahnungen bilden. Zum einen ist es hier der Link zur Plattform für die Online-Streitbeilegung, dieser muss unbedingt anklickbar sein. Das kann mitunter ein bisschen kompliziert bei der Einrichtung sein. Da muss man einfach mal nach einem HTML-Konfigurator googeln und dann bekommt man das hin. Unbedingt mal von einem anderen Gerät probieren, ob man den bei dir anklicken kann. Und dann schauen wir uns bei diesem HTTPS dieses S mal ganz genau an. Es kann passieren, dass da nur HTTP steht, dann ist die Website nicht so sicher, wie sie bei einem HTTPS wäre. Und dieses S kann mitunter auch sehr teuer werden. Das muss unbedingt drin sein, sonst bietet es Gefahr für Abmahnung. Das war's schon zum Impressum. Weiter geht's mit den AGBs. Das ist der essentielle Bestandteil der Rechtstexte. Das sind vorformulierte Vertragsbedingungen, und dieses vorformuliert ist genau das Wichtige und der Stolperstein. Deswegen sollte man es auch nicht von einem Mitbewerber kopieren oder eine Mustervorlage nutzen, denn vorgefertigt heißt vorgefertigt und nicht individuell anpassbar. Die AGBs müssen aber individuell auf dich und deine Befindlichkeiten, deine Eigenheiten, deines Geschäfts angepasst werden, denn nur dann machen sie Sinn, denn die AGBs sind ja Vertragsinhalte, die zwischen dir und deinem Vertragspartner, also deinem Kunden, geregelt werden. Und natürlich macht das keinen Sinn, wenn du die Vorlage von einem anderen nimmst, weil das mitunter auf dich ja gar nicht zutrifft. Die AGBs regeln also die ganzen rechtlichen Fragen zwischen den Vertragspartnern, und als Beispiele möchte ich euch mal nennen: die Höhe des Portos, wer trägt die Rücksendekosten, wenn der Vertrag widerrufen wird, wann kommt ein Vertrag überhaupt zustande, wie und mit welchem Unternehmen wird die Ware geliefert, die Zahlungsmöglichkeiten, die du anbietest, Folgen bei Zahlungsverzug und. Platz für Individuelles ist hier auch vorhanden, da sage ich aber später noch was dazu. Das sind Beispiele, die in den AGBs geregelt werden. Dann schauen wir uns jetzt mal mögliche Stolpersteine innerhalb der AGBs an, die zu Abmahnungen führen können. Zum einen haben wir hier verschiedene Informationspflichten, exemplarisch mal die Informationspflicht über das Gewährleistungsrecht gegenüber unserer Kunden, und hier, wenn einfach unzureichend oder falsche Informationen vorhanden sind, kann das also schon Grund für eine Abmahnung sein. Dann als zweites unzulässige Haftungsbeschränkungen oder willkürliche Schadensersatzklauseln, das funktioniert natürlich auch nicht. Da kurz zum Hintergrund ein paar Gedanken von mir. Ich habe selber schon erlebt, dass mir Kunden irgendwas zurückgeschickt haben ohne Umkarton, einfach in der Originalverpackung. Wenn ich sowas schon wieder sehe, einfach in der OVP verschickt. Boah, da kriege ich schon wieder zu viel, hey. Ist dann einfach total versaut und mindert also den Produktwert. Du hast also einen Schaden. Dann Leute, die Lego verkaufen zum Beispiel, machen vielleicht mal die Erfahrung, dass Kunden Lego aufreißen, dann zurückschicken. Das ist also sehr, sehr stark, ja, schädigend für dein Geschäft, weil du hier wirklich Geld verlierst. Trotzdem kannst du jetzt nicht einfach willkürlich in deine AGBs irgendwas reinschreiben, dass du in so einem Fall weniger Geld erstattest oder gar keine Ware zurücknimmst. Klar kann man hier Anpassungen treffen, das aber dann bitte von einem Anwalt machen, der weiß, wie man sowas formuliert und weiß, was man überhaupt aufnehmen kann. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Datenschutzerklärung. Und bei eBay hängt die Datenschutzerklärung mit in den AGBs, ist also kein extra Rechtstext für sich in einem eigenen Eingabefeld, sondern er hängt
mit den AGBs zusammen. Durch eine Datenschutzerklärung soll die Datenerhebung, das bedeutet Auswerten, Sammeln, Speichern von Daten, für den Besucher auf der Website transparent gemacht werden. Der Betreiber muss also in einem leicht zu findenden und verständlichen Text über Art und Umfang der Erhebung sowie die Speicherung und Einbindung Dritter informieren. Du schreibst deine Rechnungen, hebst diese dann 10 Jahre auf für deine Buchhaltung. Du speicherst also personenbezogene Daten von deinen Kunden, Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, all das. Das sind personenbezogene Daten und darüber musst du informieren, ja, was du mit denen also machst. Noch spezieller ist es dann zum Beispiel, du setzt Bilby ein oder einen anderen Dienstleister für ja, Rechnungserstellung, dann bindest du auch noch Dritte ein, auch darüber musst du informieren. Das gleiche haben wir mit Dienstleistern für den Versand. Auch hier gibst du ja personenbezogene Daten, die Adresse, der Namen weiter. Auch über das musst du also informieren. Was sind jetzt Stolperfallen in diesem Bereich? Ja, manchmal fehlt die Datenschutzerklärung komplett. Auf der anderen Seite, was auch oft passiert, sind einfach fehlende Informationen oder falsche Informationen. Im Datenschutzrecht gibt es also oft Änderungen und die bekommst du im Normalfall gar nicht mit. Kommen wir zum letzten Teil der Rechtstexte und zwar der Widerrufsbelehrung. Die Widerrufsbelehrung ist die Belehrung über das Widerrufsrecht bei Verbrauchern in bestimmten Verbraucherverträgen. Ja, also du informierst sozusagen deine Kunden, wann sie dem Vertrag, der zustande kam, als sie auf Kaufen gedrückt haben, widersprechen können. Was da für Fristen sind, was da ansonsten die Bedingungen sind, das geht also hier drin hervor. Welche Stolperfallen gibt es in diesem Bereich, die zu einer Abmahnung führen können? Das geht wieder in den Bereich, den ich vorher auch schon mal angesprochen habe, nämlich unzulässiger Widerrufsausschluss. Zum Beispiel, du sagst, es gibt keine Möglichkeit, den Vertrag später zu widersprechen oder nur unter dieser und dieser Bedingung. Da kann es also ein Problem geben. Es gibt gesetzliche Ausnahmen, die kann man individuell mal recherchieren. Stichwort Hygieneartikel. Grundsätzlich, wenn du dann aber wirklich ein Problem darin siehst, dass Kunden dir dein Lego oder sonst was zurückschicken mit einer aufgerissenen OVP, sprich da mit dem Anwalt, formulier dann zusammen irgendwie eine Klausel. Er wird dir sagen, was geht nicht. Dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du da einfach willkürlich was reinschreibst, kann es also zu diesem Fall der Abmahnung kommen. Außerdem sind auch noch falsche oder widersprüchliche Widerrufsfristen ein heikles Thema. Also entweder du sagst an der einen Stelle, du hast einen Monat, an der nächsten, du hast nur 14 Tage. Oder es ist nicht ganz klar, wann die Frist überhaupt zu laufen beginnt. Dann kann es hier also ein Problem geben. Beispiel, normal geht die Frist los, wenn der Vertrag zustande kommt. Also in dem Moment, wenn gekauft wird. Im Onlinehandel ist es ein bisschen anders. Da geht die Frist dann erst los, wenn die Ware auch beim Kunden angekommen ist. Jetzt wissen wir, was wir brauchen. Wie kann man seinen eBay-Shop jetzt aber rechtssicher absichern? Und da gibt es natürlich zwei Wege. Einmal den kostengünstigen, einmal den, der ein bisschen was kostet, aber tatsächlich den einen oder anderen sehr, sehr wichtigen Vorteil mit sich bringt. Ich sage dir jetzt mal beide, wie das generell funktioniert. Ich habe früher auch gedacht, hey, wenn ich mal Reseller sein wollen würde oder irgendwas machen will, ich muss zum Anwalt laufen, ich muss Tausende von Euros ausgeben, ich brauche da Rechtstexte, immerhin das wusste ich, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich da rankomme. So schwer ist das Ganze Gott sei Dank nicht. Es geht viel einfacher. Du gehst auf die Seite deines Anbieters des Vertrauens, füllst dann, egal ob kostenlos oder kostenpflichtig, einen Fragebogen aus. Die stellen dir die ganzen Fragen, du sagst ja, nein oder gibst ein paar mehr Infos und dann wird auch schon der Rechtstext für dich ja im Hintergrund erstellt und genau auf dich angepasst. Warum sollte man aber zu dem kostenpflichtigen Modell gehen, wenn es denn auch kostenlos geht? Für mich sind da drei Punkte wirklich essentiell und entscheidend und die möchte ich dir jetzt einfach mal sagen. Kostenlose Anbieter verlangen oftmals, dass du sie verlinkst und einen Quellennachweis am Ende des Rechtstexts einfügst. Und wenn du das nicht machst, mahnt dich dein Anbieter der Rechtstexte, die du brauchst, um nicht abgemahnt zu werden, selber ab. Also das alleine schon im Kopf und das passiert tatsächlich, könnt ihr mal gerne danach googeln, das passiert oft, dann zahle ich lieber was, weil darauf habe ich schon mal keine Lust. Der nächste ist für mich der noch schwerer wiegende und zwar ist es der Punkt, was ich gerade bei den Stolpersteinen auch schon angesprochen habe, dass es halt einfach nicht mehr aktuell ist. Bei einem kostenlosen Anbieter hast du weder eine anwaltliche Haftung für den Inhalt der Rechtstexte, was du bei einem bezahlten Anbieter schon hast, noch eine Garantie dafür, dass dir jemand sagt, wenn sich gesetzlich was ändert. Und gerade im Datenschutzrecht ändert sich so oft was, so schnell was, du kriegst es schlicht nicht mit. Und schon sind wir bei den Stolpersteinen, deine Rechtstexte sind nicht aktuell und du läufst Gefahr, abgemahnt zu werden. Wenn du jemanden bezahlst, bekommst du also von dem Anwalt, der dahinter ist, das alles im Blick behält, eine Nachricht,
der sagt, du musst das und das ändern, auf das und das achten, beziehungsweise hast du die Rechtstexte mit deinem eBay-Shop in einer Schnittstelle gekoppelt und der aktuelle Stand geht da direkt wieder rein und alles ist gemacht, ohne dass du was machen musstest. Das sind also für mich die Gründe, weshalb ich seit mittlerweile über 2 Jahren bei einem kostenpflichtigen Anbieter bin und diese kostenlose Variante also ausgeschlagen habe. Du musst es für dich aber selber entscheiden. Wenn du sagst, du willst auch einen kostenpflichtigen Anbieter wählen und hier nicht am falschen Ende sparen, dann kann ich persönlich dir die IT-Rechtskanzlei nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, seit über 2 Jahren bin ich da Kunde, habe auch schon andere Dienste in Anspruch genommen. Die haben mir die Marke angemeldet vor einer Zeit. Das hat wunderbar funktioniert. Support ist schnell, höflich, kompetent. Zudem sind sie auch sehr, sehr günstig. Du bekommst also die Absicherung eines Shops deiner Wahl schon für netto 10 Euro im Monat. Darin enthalten sind dann die ganzen Rechtstexte, der Update-Service, die Schnittstelle, dass sich bei Änderung das Aktuelle in deinem eBay-Shop automatisch implementiert und noch ein paar andere Sachen, die Haftung natürlich für die Rechtstexte, das ist da alles drin. Wenn du jetzt also sagst, ich würde meine Rechtstexte auch gern bei der IT-Rechtskanzlei abschließen, würde ich mich freuen, wenn du den Link unter dem Video benutzt, dann kannst du mich für diese Arbeit ein bisschen supporten und unterstützen. Musst du natürlich nicht, ich würde mich nur darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wie immer an dieser Stelle eine wunderschöne, erfolgreiche Woche. Hoffe, das Video hat euch gefallen und was gebracht. Und wir sehen uns spätestens wieder zum nächsten Video am nächsten Sonntag hier auf Flip Money Game TV. Bis dahin, ciao, ciao.